Hey ho, die Eurofighter sind wieder da. Kurt Kroilek mit seinem ersten Double der aktuellen Karriere. Zusätzlich schaffte er mit seinem Team endlich die Hürde der Champions League. Ausgeruht wird sich aber natürlich nicht, da Kroilek direkt das nächste Ziel ausgemacht hat mit dem Henkelpott. Glück auf in die Runde. Ja, wie bereits erwähnt, werden wir uns auf den vergangenen Erfolgen nicht ausruhen und wollen weiter Vollgas geben. Wir spielen nun das erste Mal Champions League und dort wollen wir sofort unsere Duftmarke hinterlassen. Jetzt gilt es erstmal, Struktur in den Kader zu bekommen, da sehr viele unserer Spieler von den Laien zurück sind und wir schauen wollen, wer eine Option geworden ist und für wen es immer noch nicht reicht. Dafür sind die nächsten Tage sehr gut. Und diese Tage brauchte man dringend. Neben dem Training schaute Kroilek auch auf die ersten beiden Vorbereitungsspiele und bekam direkt den ersten Strich durch seine Rechnung. Ein sicher geglaubter interner Wechsel findet nun doch nicht statt und es bleibt alles beim Alten. Müller bleibt die klare Nummer 1 auf Schalke. Kroilek strebte eigentlich einen Keeperwechsel mit Podlech an, dieser versagte aber auf ganzer Linie in der Vorbereitung, weshalb Kroilek zurückruderte. Marius war und ist unsere klare Nummer 1. Wir werden auf dieser Position nichts machen, da er sich mit seinen Leistungen die Champions League-Spiele mehr als verdient hat. Podlechs Vorbereitung war leider maximal unterirdisch, wenn man sich die 5 Gegentore gegen Waldhof Mannheim nochmal anschaut. Das geht einfach nicht und wir werden schauen müssen, wie wir mit der Personalie jetzt weiter agieren werden. Für Podlech kommt die Nummer 1 auf jeden Fall noch zu früh, was die Spiele zeigten. Jedoch beschäftigte man sich auch mit dem Rest des Kaders und kam zu einem sehr überraschenden Entschluss. Keiner wird verkauft, höchstens verliehen. Kroilek will den Kader beisammen halten und auf Eingespieltheit setzen. Trotz dieser Gangart pumpte Kroilek jedoch über 130 Millionen Euro in Neuverpflichtungen und die hatten es in sich. Kommen wir aber erst zu den verliehenen Spielern. Wie bereits vermutet, wird Podlech ein weiteres Jahr verliehen, um noch mehr Erfahrung zu sammeln. Das gleiche gilt für Keke, Topp und Mittelstädt. Alle drei werden nach Sturm Graz verliehen, damit sie auch internationale Erfahrung sammeln können und garantiert spielen. Wirklich Platz im Kader schaffte dieses nicht, weshalb Kroilek sich dazu entschied, Brunner, Meg Kenne sowie den verletzungsanfälligen Sepp Wahn den Berg wieder in die U23 zu verschieben. Kroilek plante eine defensive Neuverpflichtung für die Verteidigung. Ein flexibler Innenverteidiger, der auch auf rechts spielen kann, um Memo Aydın zu entlasten, der immer wieder mit seiner Kondition zu kämpfen hatte. Man wurde fündig, und zwar in den Niederlanden, um genauer zu sein bei Ajax Amsterdam. Jorien Timber wechselt für stramme 61 Millionen Euro zu den Königsblauen. Der 26-jährige Defensiv-Allrounder passte perfekt ins Anforderungsprofil und man schlug sofort zu. Timber kann sowohl in der Mitte, aber auch auf rechts in der Viererkette spielen und genau danach hat Kroilek gesucht. Kroilek wollte in jedem Mannschaftsabteil einmal nachlegen, um noch mehr Tiefe auf hohem Niveau zu schaffen, um die Dreifachbelastung so gut es geht gewuppt zu bekommen. Für das Mittelfeld suchte Kroilek lange, wurde aber auch hier am Ende fündig. Diesmal in der Premier League. Der FC Chelsea bekam 38 Millionen Euro Ablöse und der FC Schalke dafür Leon Goretzka zurück. Der 32-Jährige ist ein absoluter Leader im Mittelfeld mit Heldenstatus und soll für Maximalstabilität sorgen. Zwei absolute Ausrufezeichen-Transfer. Aber was ist besser als zwei? Richtig, drei. Ebenfalls in der Offensive ballerte man nach. Und hier waren die Flügelpositionen im Fokus, da Kroilek sich im Zentrum bestens besetzt sah. Hier gestaltete sich die Sache ein bisschen komplizierter. Erst wollte der Spieler nicht. Dann war der Alk leer. Am Ende bleibt nur noch eines zu sagen: DJ, turn the music on. Jack Pardy König Grealish wechselt nach Gelsenkirchen. Kroilek war Feuer und Flamme für den Engländer und am Ende sehr happy, dass er sich für Schalke entschied. 37 Millionen Euro überwies man nach Manchester, um sich die Dienste des 32-jährigen Knallfrosches zu sichern. Ich bin verdammt zufrieden mit der Transferphase. Mit Leon und Jack haben wir zwei Spieler bekommen, die jedes Jahr bereits Champions League gespielt haben und uns sicher weiterhelfen können.
Jack wird sich mit Kutsuki auf der rechten Seite abwechseln. Leon mit Tommy Kraus. Des Weiteren erhält Jack Grealish sämtliche Rechte am Ghetto Blaster in der Kabine. Ich habe Bock auf die neue Saison und vor allem habe ich Bock auf Champions League. Und das haben die Fans anhand der Transfer auch. Ich möchte gar nicht mehr viel labern. Twitch Prime ist kostenlos, genauso wie ein Daumen nach oben oder Kommentar auf YouTube. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen viel Spaß mit der nächsten Saison. I wanna follow you everywhere. Da sind wir wieder. Ja, der Bundesliga-Auftakt ist hervorragend. Zweimal den FC Bayern München. Super toll. Danach kommt Leipzig. Das ist Stand jetzt unsere erste Elf. Timba ist noch nicht ganz fit. Bei Timba ist das Coole. Der kann IV sowie RV spielen. Ne? Beides gleich gut. Heißt, wir hätten einen Mann für die IV und für die Rechtsverteidigerposition, weil wir gesehen haben, Aydin schwierig gewesen. Rein konditionell, das gleiche Problem haben wir diese Saison wieder gehabt. Oder zumindest in den Vorbereitungsspielen. Somit haben wir hier einen Top-Mann. Matip kann ich Stand jetzt noch nicht rausnehmen. Der ist einfach zu gut. Wir haben mit Malik Chau jemanden in der zweiten, der auch nah dran ist an der ersten Mannschaft. Das passt. Grealish ist für die rechte Seite geplant. Ich trainiere den gerade ein bisschen an. Mit 82 kannst du den da easy spielen lassen. Ich glaube, der war sogar der Topscorer in der Vorbereitung. Grealish. Der wechselt sich ab mit Kuzuki. Auf der linken Seite lassen wir das Duo mit Sané und Schulinov. Da hat sehr, sehr gut funktioniert. Zehnerposition. Kökçü zieht zurück auf die zentrale Position. Und wir versuchen es mit Uedraogo und mit Krattenmacher auf der 10. Des Weiteren Tom Kraus, Goretzka. Ich kann euch einmal Goretzka zeigen. Der hat einen Heldenstatus plus 5 auf alle Mitspieler bei Rückstand. Der hat ebenfalls eine 10er Führungsqualität, ist glaube ich auch absoluter Führungsspieler im Team. Auch hier werden wir immer mal wieder wechseln, ganz klar. Wir werden einen guten Fluss drin haben. Plus mit Ward-Prowse haben wir noch eine Waffe. Ja, wir werden hier immer durchwechseln. Ja, also es wird hier nicht großartig sein, dass jemand hier keine Spielzeit bekommt. Aber wir haben eine Dreifachbelastung. Ich will in allen drei Wettbewerben so lange wie es geht drin bleiben. Und da brauchen wir einfach einen großen Kader, der auf ähnlicher Stärke läuft. Also wir haben einen hohen Konkurrenzkampf drin, aber auch eine hohe Qualität. Ich kann euch einmal kurz die Pyramide zeigen. Leon Goretzka war noch bis vor kurzem kompletter Anführer. Aber das ist schon eine Ansage. Und alle voll akzeptiert. Ne? Der zweite Torwart ist auch in der zweiten Mannschaft mit Woller. Aber keiner der beiden Keeper hat funktioniert. Also da hat wirklich keiner funktioniert. Ein Potlech hat 5 Dinger kassiert. Und einen Woller hat eine Note 5 gehabt. Also das wollte ich nie machen. Somit haben wir den verliehen. Ich habe hier noch 2, 3 andere Leute verliehen. Einfach, dass sie spielen. Mit Potlech nach Sturm Graz, dass der hier noch ein bisschen die Werte kriegt. Das war einfach noch zu dünne für die Aufgaben, die wir haben. Jan Wegmann haben wir noch verliehen. Butera haben wir noch verliehen. Und Mittelstädt haben wir verliehen. Und ansonsten sieht auch die zweite Mannschaft sehr, sehr stabil aus. Gehaltsgefüge ist auch alles entspannt. Keine unfairen Gehälter oder sonstiges drin. Wir können immer aus der zweiten Mannschaft schöpfen. Ihr seht, Malik Chau ist jetzt auch langsam wieder vom Selbstvertrauen da. Das wird dann der nächste sein, den wir dann mal hochziehen. Also wir haben auf jeden Fall einen sehr, sehr stabilen Kader. Die zweite war Meister, ja. Und ansonsten können wir hier sehr, sehr gut durchmixen. Was mich halt freut, ist, dass wir zum Beispiel einen Vitali Becker zum Start da haben, einen Aydin von Start auf da haben, einen Draogo von Start aus da haben, Cissé, wir haben sehr Kuzuki, wir haben sehr, sehr viele Spieler selber ausgebildet. Ein Schulinov war in der ersten Saison schon da, ein Müller war erste Saison Rückrunde dann da, weil wir dann gehört, ne, der war zum Start direkt da, glaube ich sogar, ne? Als wir gehört haben, dass der in Real Life auch nach Schalke wechselt. Wir haben immer noch super viele Leute von Start auf da. Schallenberg, Van de Slot, die alle noch eine Rolle spielen können. Plus Kratte ja auch, ist ja auch von Start auf da gefühlt. Aber das ist schon echt nicht verkehrt. Plus dann noch mit der zweiten Mannschaft, wo wir immer noch mal ein bisschen draus schöpfen können. Das sieht schon gut aus. Und ich habe alles ausgegeben, was geht.
Und Ladies and Gentlemen, wir starten gut rein, oder? Wir starten gut rein in die Karriere mit einem Heiratsantrag. Und Kurt Krölleck wird zum Start dieser Saison auch noch heiraten. Kurt Krölleck wird heute noch heiraten. Rein! Krölleck ist verheiratet. Die Frau hat absolut 1 von 10 Geduld, aber Krölleck mit seinem Charme hat die um Finger gewickelt. Die Yvonne. Yvonne Krölleck. Aktientechnisch 18 Millionen, das sieht gut aus. Und wir sind sogar Captain, Chat. Wir sind sogar Captain, aber ich kann leider noch nicht machen. Wir sind Captain. Heißt, wir werden jetzt Klettertraining. Ich frage mich zwar, wo das Kind bleibt, aber ist ja gut. Kind ist immer noch nicht da, keine Lust. Ey, wir gehen rein gegen den FC Bayern München im Supercup. Bin halt relativ froh, dass wir so ein bisschen zumindest die Frische drin haben. Hier und da Fitness ein bisschen schwierig, aber ich denke, das wird auch noch kommen. Wir gehen rein. Wo ist das junge Sturmtalent? Haben wir verliehen. Du meinst den hier, ne? Den haben wir verliehen. Ich glaube, Kind ist verbuggt, weil du es in deiner vorherigen gedrückt hast. Ist das so? Man weiß ich nicht, da müssen wir warten. Haben wir so ein Kuckuckskind oder so. Ey, wir gehen rein. Wir haben ein bisschen was vor uns heute. Gegen den FC Bayern. Wir werden ihnen den Spaß am Fußball nehmen. Schon mal so ein kleiner Indikator. Wir kommen halt gerade gefühlt aus der Vorbereitung. Aber Timo Werner hat gar keinen Bock. Boah, Aldi mit einer 1. Der ist noch nicht so ganz fit, ey. Ich lasse erst mal laufen. Das Einzige, was ich einmal gucken wollte, war... Nee, das passt alles. Passt. Wir ballern eine ganze Saison, ja. Bayern, sehr gut. 2 rote Karten. Perfekt, Junge. Wir changen die beiden. Tommy kommt rein. Jetzt bringen wir Timber. Uedraogo mit dem Doppelpack. Bayern hat keine Lust, Chat. Bayern hat keine Lust. 2 rote Karten. Der nächste Titel. Mitnehmen. Wir sind noch auf Just Chatting. Das ist natürlich peinlich. Erster Pokal im Vorbeigehen mitgenommen. Reserve gewinnt 5:0 gegen Borussia Dortmund. Ist auch schön. Der Bauhof ist ausgebaut. Wellness, Schulungszentrum, Fitnessparcours können wir nicht mehr. Wir gehen auf 74.000 hoch. Alles für die Champions League. Nächster Titel-Chat. Sieht doch schön aus. Can you hear me calling? Na, na, na. Und hier ist der nächste Chat. Torricher 92. Heißt, wenn im Sturm einer ausfällt, dann kriegt der die Chance. Flügel, genau das gleiche. Slory auch mit 77. Henning mit einer 77. Also wir haben echt einen guten Kader. Normalerweise müssten wir jetzt gut auf Ausfälle reagieren können. Sieht gut aus. Mittelstädt verliehen nach Graz. Draogo, bester Spieler der Bundesliga mit 90. Teilt sich den Platz mit 3 anderen von Bayern. Boah, Junge. Wir haben aber gut geballert hier, ey. Darf's nicht sagen, sonst Verletzungswelle. Ja, hier geht's ja schon los. 10 Tage, Gosens. Jean-Patrick Schmidt, 3 Sterne. Nein. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Suzuki, Fitness. Bisschen Gas geben hier, mein Junge. Wäre nicht schlecht. Pokalwette könnt ihr machen, ja. Sportlichen Ziele werden wir aggressiv verkaufen. Faris Youssoufou verlängert, der Torwart. Alles klar, applaudieren. Internationalen Titel klappt, neutral. Mannschaft zu unerfahren, starke Ablehnung. Total überaltert, ebenfalls eine Ablehnung. Was ist denn los? Können die sich nicht entscheiden, oder? Zu jung, zu alt, was wollen die denn? Wie viele Saisons sind noch geplant? Stand jetzt mit der noch eine weitere. Der Rest sieht gut aus. Der muss noch ein bisschen Fitness kriegen hier. Was ist denn da los? So, Chat. So sieht's. Führungsspieler? Geile Pyramide. Richtig gute Pyramide. Aber ich wollte mal eben Versprechen machen für Müller. Wobei der hat schon in der Regel spielen, ne? Ist auf jeden Fall einige Male spielen. Das können wir bei dem eigentlich auch lassen. Kratte langsam ans Team. Da machen die keinen Stress. Muss eigentlich nichts ändern. Ne, generell aber die Rollen, dass die Bescheid wissen. Gibt ja trotzdem nochmal hier so einen kleinen Boost, ne?
Also normalerweise rein, was Form und so angeht, müssen wir da jetzt easy drüber rennen. Dachte, du gehst mit Potlech rein und ich dachte, du guckst dir die Breaking News an. Mussten wir verleihen, der hat 5 Dinger in der Vorbereitung kassiert, das ist zu viel. Gegen Regionalligisten, das mache ich nicht. Mit so einem Keeper gehe ich nicht in die Champions League. Gehe mich Jack Grealish, der Dosenöffner. Leon mit einer 1,5, ist hervorragend. Heidi mit einer 4,5, das ist beschissen. Leroy! Oh, Chat, hier könnte was ganz Großes passieren diese Saison. Souverän, Chat. Dosenöffner, wortwörtlich. So, was ist hier? Bayern Dortmund raus? Leider nein. Wieder gegen Gladbach. Können wir in der zweiten Runde eigentlich auch mal ein easieres loskriegen? Aber ist gut. Freiburg, Frankfurt, Augsburg. Erste Runde aus. Ja, Abfahrt, Junge. Abfahrt! Oh, ob der Präsident eine Ausstiegsklausel, aber der hat eh nur 3 Sterne, leider. Und nochmal die Bayern. Also wir schauen jetzt mal bei denen, ansonsten merken wir uns die Namen und dann kommen die mal Fitness eine Woche. Keine Klausel. Gerade hat die Truppe Bayern geschlagen. Klar, die hatten 2 rote Karten, ne? Der hat einfach eine 87 auf links. Supercup haben wir gewonnen, 2-0, ja. Aber die hatten sehr, sehr früh 2 rote Karten. Oder gelb-rot. Und er war einer davon. Grealish mit einer 5. Der ist besoffen, Junge. Der hat wieder den Pokal gefeiert. Ich lasse den aber nochmal drauf. Noten sind an für sich erstmal nicht verkehrt. Verlängerung ist scheiße. Und den holen wir auch, Chat. Im Elfmeterschießen. Weil wir Standardungeheuer im Team haben. Vidovic verschossen. Bester Mann, bester Mann. Nächster Titel. Und Müller wieder eine 1. Der ist einfach ein Killer, der Typ. Der nächste, gib her. Die Truppe, die ist so da. Wenn das so in der Liga auch funktioniert, dann sind wir da. Warte mal, ich bin am überlegen, ob wir jetzt den Fitnesstrainer reinhauen. Weil letzte Saison haben wir den nicht gebraucht am Ende. Ich pack den jetzt rein. Wir haben zu viele, die gar keine Fitness haben. Und letzte Saison haben wir das gar nicht benutzt. Dann hatten wir halt auch eine Dreifachbelastung. Und jetzt sind die Spiele noch chilliger, wie sie gestellt sind. Wir müssen nichts mehr verschieben oder so. Schalle bleibt bei uns. Ist ganz klar. Kann sich da keiner mehr verbessern oder was ist da los? Schulungszentrum Wellness ist fertig. Ich glaube, wir haben kein Geld mehr, oder? Freut sich sehr über den Segelausflug. Das ist ja unspektakulär. Ich dachte, da passiert jetzt irgendwas. Haiangriff, vom Wal gefressen oder irgendwie sowas. Stoffel Burak, glaube ich, bei PSG. Können wir einmal kurz abchecken. Ich glaube, Baukosten haben wir eher. Haben wir eh kein Geld mehr. Burak. Nicht gut. Also Standards alles krass, aber Bruder, die Scorer, die sind echt nicht geil. War ein guter Verkauf. Diesmal nicht fast selbst, ey, Dross. Aber dann passiert was anderes. So, weißt du, vom Piraten angegriffen oder sowas. Ja. Keine Chance gab bei dem. Keine Chance. Wir haben generell keine Bayern-Spieler gekriegt. Das war ein bisschen Belasto. Was? Matthias Reis? 61 Millionen haben die bezahlt für den. Der kann doch nichts. Aber Bayern immer noch stärker. Leon ist von Chelsea gekommen. Leon ist sehr, sehr früh in der Karriere nach Chelsea gewechselt. Willkommen zum Triple. Köckchen gerade ein bisschen in der Seile. Was ist denn da los, sag mal? Starten wir mal mit The Ward Pros. So, bei jedem hat der Fitnesstrainer was gebracht. Abgesehen von Gosens und Kusuki. Heute wird kein Zweikampf aus dem Weg gegangen. Popovic mit dem ersten Tor der Saison. Ward Prowse gelb ist ein bisschen schwierig gerade bei dir. Weiß ich nicht. Wir bringen Kratte und den Rest lassen wir laufen. Jack Grealish. Der Beste. Hat ein Tor gemacht. Nehmen wir ihn runter. Kratte mit einer 1. Schön. Draugo hat sich auch gefangen. Goretzka runter für Kraus.
IV-technisch bringen wir einen CC. Und einen hätten wir noch. Wir bringen Heulund. Kratte, Junge! Boah, wichtig, direkt gegen Leipzig. 4-0, tschüss. Five up. Five up die Saison. Ah, oh, Chat, da könnte ein Tanz werden. Könnte schöner werden. Schöne Saison. Yeah, jawohl, Junge. Mannschaft der Woche. Klar. Tommy sie reingespielt, Kratte reingespielt. Hervorragend. Junge, beruhig dich doch mal. Was, 10 Moralpunkte? Du hast doch Kacke gespielt. Was ist denn los mit dir? Mach mal Topform hier. Tombola. Tombola beim letzten Heimspiel, bei der einige Andenken der letzten Saison als Preise zu gewinnen waren, erzielt einen Gewinn von 10.000. Das waren ja dann wahrscheinlich nicht so die Andenken, ne? Jetzt gegen Hertha. So, jetzt bist du doch wieder da. Was ist denn los mit dir, sag mal? Rasen vom Finale könnte sein, ja. Haben die geklaut wieder. Geklaut. Champions League. Let's go. Salzburg, Monaco, Besiktas. Müssen wir durchlaufen. Sage ich euch, wie es ist. Bayern, Barcelona, Chelsea, Inter, Real Ding. Wer hat hier die... Wer ist die beste Gruppe hier, Chat? Was würdet ihr sagen? Alle relativ ausgeglichen, ne? Ja, Real, Neapel, Leipzig. Ja, ja. Ich würde auch mit C gehen. City spielt keine Champions League, weil wir den Grealish gekauft haben, Junge. Haaland habe ich nicht gekriegt. Grealish war der einzige von City, den wir bekommen hätten. Der hat's gut gemacht. Wie sieht's aus mit Training? Ja, noch 4%. 1% hat er schon gemacht. Du machst das gut, Junge. Flanken. Weiter Flanken pushen. Oh, Chat, ich hoffe, der kann das beibehalten. Dann wär's überragend. Leon. Klasse. Klasse Mannschaftsführung. Gegen die Hertha aus Berlin. Ja, und da geht's wieder los. Popovic. Kökschü, da bist du doch wieder. Noten sehen okay aus. Draogo gerade einen kleinen Hänger drin. Nicht schlimm. Sehr gut, Goretzka. Goretzka! Reingezittert. Aber wir können jetzt auch nicht verlangen, dass wir da jeden 4-0 über den Acker schießen. Wichtig ist, dass wir die Spiele gewinnen und nicht unentschieden spielen. Fällt auch nur aus. Zweite Gewinn 5-0. Sieg ist Sieg. Arda Güler, der Nächste. Ey, wir haben so eine kranke Truppe. Spielt Tom Kraus und Schalle kriegt mal wieder ein bisschen. Dafür haben wir so einen Kader, ne? Selbst vom FIFA-Karriere-Modus. Ich weiß nicht, ich kann das nachvollziehen, dass das viele feiern, weil ich im FIFA-Modus zum Beispiel geiler finde während des Spiels, ist diese Simulation mit den Punkten für Mitfiebern so ein bisschen. Aber der Rest ist irgendwie, ich weiß nicht. Ich hoffe, dass da in diesem Jahr ein bisschen was passiert. Ich glaube aber fast nicht, ne? Im Karrieremodus. Da ist halt cooler mit den Cutscenes und so wahrscheinlich, ne? Rein zum Gucken oder so. Aber irgendwie, der Modus ist irgendwie, der ist mir... Einige sagen, der Manager ist zu plump, aber der FIFA ist mir noch plumper irgendwie. Plus in dem hat mir Broski zum Beispiel auch gesagt, ich hatte mit dem aufgenommen, das Problem an dem FIFA-Manager ist sowas, was wir hier mit Martip hatten zum Beispiel, im Vergleich jetzt zu dem EA-Fußball-Manager und zu FIFA-Manager. Sowas wie wir hier mit Martip hatten, dass ein 35-Jähriger sich auf einmal nochmal entwickeln kann, wirst du im FIFA-Dings nie haben, weil die werden älter und automatisch schlechter. Und hier mit Martip zum Beispiel haben wir jemanden geholt mit 33 oder sowas und der wird einfach immer besser, ne? Ist wie so ein Wein. Der reift einfach. So, was haben wir hier? Arda Güler ist auf jeden Fall mit am Start. IV-technisch. Greimel nicht, aber dafür müssen wir Malik Chau wenigstens mit haben. Wo ist der denn hier? Königstransfer geholt. 3 Stück. Ja, hier sind sie aufgelistet. 3 Königstransfers. Einmal visuell für dich, wenn du es verpasst hast. Knabenschmiede ist in Ordnung. Tatsächlich. Unser Problem ist halt, dass wir mittlerweile jetzt schon, wir sind ja auch schon in Saison 5 oder 6, ich mittlerweile da zählen aufgehört, dass wir mittlerweile schon einen Stand haben von mein lieber Scholli, ne? Ödegaard nach City. Schalke Platz 2. Wisst ihr Bescheid? Paul Scholl nach Hannover. Bro, Dortmund nach so einer Saison, dass die hier nicht auftauchen, ist halt auch peinlich, ne? Dortmund ist nicht mal international drin. Die ergeben sie einfach ihrem Schicksal. Keine Kohle? Ich weiß nicht, Dortmund kackt komplett ab. Ich meine, hier sind sie jetzt Vierter, aber letzte Saison, die spielen halt nicht international. 3 Plätze nur wegen 5 Jahreswertung, ja. Aber letztes Jahr müssten wir gut Punkte dazu gesammelt haben. Chulinov, Muskelriss, sehr gut. Müssten wir gut Punkte gesammelt haben, weil Bayern hat die Champions League geholt und wir haben die Euroleague geholt.
Kannst du dir halt auch nicht ausdenken, ne? Den haben wir ablösefrei geholt, Chat. Ward-Prowse, 4 Wochen Schulinov. Ja gut, ist nicht schlimm. Wenn das jetzt nicht öfter passiert, können wir das so durchgehen lassen. Gosen startet. Und für Darko kommt eine Draxler drauf. Okay, okay, okay. Ich weiß, wo wir hier hinwollen. Ich weiß es. Ja, ja, okay, gut. Ja, ja. Mhm. Und wir lassen... Boah, wobei... Ich lasse Tommy starten. Trotz des Keeper-Ausfalls. Ich weiß nicht, wie die drauf sind. In der Vorbereitung hat der keine gute Partie gemacht. Totti verletzt bei Nürnberg, der echte. Ich lasse aber erstmal laufen. Popovic. Boah, Draogo ist on fire, Alter. Heulund auch noch mit einem. Und ein Doppelpack Heulund. Schön. Für eine Form wichtig. Somit knipst der Joker auch. Ist halt auch peinlich, dass der bei uns Joker ist, aber it is what it is. 11 Tore. Gosens ist nochmal mit einer Erfahrungsstufe. Und Ward-Prowse mit der Mannschaft der Woche. Auch +2. Auch echt gut. Boah, Chat, wenn der das hält, die Statistik, dann könnte es richtig ekelhaft werden. Ich hoffe, ich spreche es nicht aus, Chat. Line auschecken, können wir einmal durchgehen. Da ist da noch nicht viel passiert eigentlich. Spielt auch. Spielen alle eigentlich, bis auf der Keeper. Ich entscheide mich hier in meinem ersten Spiel für die Erfahrung und für die Standards. Die Standards will ich nicht zu Hause lassen. Let's go! Jake Grealish! Stürmer müssen wir runternehmen. In der gelben Karte ist mir da zu heiß. Den Rest lassen wir laufen. Weil Grealish doppelt trifft! Oh, Chat. Hervorragend. Ward-Prowse. Wir bringen einen Aydin. Wir bringen einen Cissé. Grealish könnten wir auch runternehmen. Wir nehmen Grealish runter. Hat gute Partie gemacht. Sehr gut. Ein guter Start. Und Grealish tut das, wofür wir ihn eingekauft haben. Gute Mucke machen, Stimmung oben halten und auf dem Platz noch ein bisschen performen. Man kann das liegen, dass jetzt Saison keiner so ein Teil. Ich weiß nicht, vielleicht hatten wir zu viele, vielleicht waren die schon zu alt oder so. Ich weiß es nicht. Gegen Moitz? Moitz? Komm, lass es Cissé anfangen. Und Gosens starten. Und Kratte wieder mitnehmen. Rein. Popovic, Grealish, was ist denn mit der Verteidigung los? Ah! Der erste Dämpfer. Lieber jetzt als im Endspurt, das stimmt schon. Wir bleiben ja Erster zum Glück. Wenn das jetzt ein Ausrutscher war, ist okay. Ich glaube, 11 Uhr Start. Ich weiß auch nicht, wo das übertragen wird. Ich dachte erst, auf Join wird das übertragen. Jetzt habe ich schon wieder gehört, bei den Kapitänen auf den Socials wird das übertragen. Also so hundertprozentig bin ich mir da auch noch nicht schlüssig, wo ihr das dann von zu Hause aus verfolgen könnt. Mit dem DFB-Bus fahren. Ja, das stimmt. Mit dem DFB-Bus fahren wir auf jeden Fall zum Stadion. Werde ich erstmal schön in irgendeinen Sitz reinscheißen. Kenne ich überhaupt nichts. Habt ihr irgendeinen, bei dem ich im Sitz reinkoten soll? Ich mach das. Bei Kimmich in den Sitz? Gegen Gladbach. Kein Zweikampf aus dem Weg. Bitte lass das nur ein Ausrutscher gewesen sein. Please, please, please. Was ist denn jetzt los? Grealish wieder komplett besoffen unterwegs, ehrlich. Was ist denn hier gerade Phase? Gib mir doch nicht. Ich meine, ich dachte jetzt nicht, dass wir hier durchlaufen, aber die beiden Spiele, die waren jetzt schon echt nicht so geil. Also hier hat er nichts umgestellt. Form auch gerade echt wild. Ja, Pico, wie gesagt, irgendwer kommt da irgendwie nicht hinterher, was die Werbung dafür angeht. Weil sehr, sehr viele wussten davon nicht, auch hier im Chat. Super viele wussten gar nicht, was das sein soll. Wir können Arda Güler im Rückspiel gegen Beşiktaş spielen lassen. Erinnert mich da mal dran. Grealish, geht doch. Da müssen wir mal gucken, ne? Der ist halt leicht an der Flasche. Was ist denn da los? Cissé. Was macht er denn da? Was geht hier ab, Chat?
Neuer Torwart, ja. Ich habe beide ausprobiert in der Vorbereitung. Die waren beide bockscheiße. Und jetzt kommt direkt Leverkusen. Ich wollte ein Freundschaftsspiel machen. Was ist denn hier los, ey? Form ist auch so beschissen gerade. Portlech hat 5 Stück kassiert, Alter. Gegen Waldhof Mannheim. 5 Stück. Da war das Thema ganz schnell gegessen. Wir haben solche Ladehemmungen da. Was ist denn da los? Grealish, danke! Das ist gerade gefühlt der Einzige, der hier so ein bisschen Normalform hat. Der Rest du ferner liefen. Na, Chat, Torwart zu Null. Wenn die vorne keine Tore schießen, was ist denn mit Arda Güler hier los? Kurztrainingslager rein. Am Torwart liegt das nicht, Chat. Bro, wir haben 5 Gegentore. Zweitbeste Defense. Da liegt ja nicht am Torwart. Die Offensive, die pennt einfach. Wenn Grealish nicht einen goldenen Moment hat, dann geht da gar nichts. Hannover war auch krass. Bestätigen die letzte Saison. Und Dortmund bestätigt auch die letzte Saison. Rangnick zurück bei... Rangnick wieder bei Hoffenheim. Das sieht gut aus, nur die Verteilung ist halt beschissen. Leipzig hat 10 Gegentore. 4 davon gegen uns. Event wird übertragen live auf Twitch-Kanal von Elias, live auf dem YouTube-Kanal von Knossi, live auf dem TikTok-Kanal von Younes und live auf dem Insta-Kanal von Lena. Dabei sieht man bei jedem mehr über das jeweilige Team, beispielsweise dein Team, da sieht man dann mehr auf Knossi sein kann. Ah, okay. Dann check ich das. Also schaut ihr alle auf YouTube-Stream, ne? Ist ganz klar. Leverkusen 1-0, Jack Grealish in der 85. glaube ich. 85, 84. Wir lassen Krater mal starten. Hä, der hat doch ein Tor gemacht. Wie kann der so eine Kackform haben? Macht keinen Sinn, Chat. Ich schaue live, wenn ich schon bei uns ist. Komm live vorbei. Wir sehen uns. Gebt euer Bestes gegen Köln. Grealish, da bist du doch. Formtief sehe ich bei dir nicht. Bist der Einzige, der da vorne trifft. Ist zu wenig gegen den 17. Und langsam muss ich den auch runternehmen. 60. müssen wir den rausnehmen. Popovic, gar keinen Bock mehr. Ja, wobei, den brauche ich auch nicht bringen. Popo hat gar keine Lust mehr. Popovic, Dankeschön. Diese Kackverletzung, Alter. Bayern, Leipzig gewinnen beide. Die haben wir beide geschrubbt, Chat. Geschrubbt haben wir die. Ah, wieder zu Null. Ja, Verletzung. Geil. Geil. Wie lange ist das? 2 Wochen. Leck mich doch einmal. Hier! Ich will den Torwart wechseln! Mannschaft der Woche ist er. Kann mir nicht mal was erzählen, ne? Super letztes Spiel, da du dich verletzt hast. Geil. Chat, was machen wir denn hier, ey? 6 Tage. Gastgeber, jetzt machen wir erstmal Stadion. Wo ist das hier? Stadion. Für die Euroleague, Junge. Als Eurofighter können wir das mal kriegen. Popos Saison bisher für den Arsch. Slivo, ich sag dir ganz ehrlich. Lass es bitte. Unterlass solche Sprüche. So, hier müssen wir jetzt mal gewinnen, ne? Möchte ja keinen Druck machen, aber ich sag's euch, wie es ist. Ansonsten wird's schwierig. Krattenbacher, let's go! Das haben wir mal wieder gebraucht. Hier haben wir uns auch zurückgeholt. 6 und 7. Ben Woller, Ellbogenverletzung. Wir gehen so. Gebt euer Bestes. 3. gegen 4. Leroy Sané. Gute Noten. Keine rote. Wichtig. Nee. Nein, was haben wir jetzt gemacht? So. Kuzuki. Darko. Ich fass es nicht. Gibt's doch nicht, ey. Arda Güler. Ich lese hier nur Arda Güler, ey.
Mannschaft der Woche, Alter. 5 Stück bei einem Unentschieden. Wie geht das? Kann nicht sein, dass wir nur ein Tor gegen Hannover schießen. Ja, klar, Hannover Vierter, aber trotzdem, ey. Wenn du dir unsere Truppe anguckst. Offensiv, offensiv, offensiv. Da geht überhaupt nichts. Was ist denn hier los? Es ist... Das kannst du dir nicht... Was passiert denn hier gerade? Wir haben mit Abstand den besten Kader ever und hier funktioniert nichts mehr. Komplett der Wurm drin. Ich kriege aber auch nirgendwo ein Freundschaftsspiel rein, weil wir die ganze Zeit doppelt spielen. Ja, jetzt gegen Bayern, geil. Und für Geld haben wir auch nichts. Daran kann es auch nicht liegen. Dieser Burger, Junge, ey, der macht mich wahnsinnig. Also gerade geht hier maximal gar nichts. Also gerade können wir wechseln, was wir wollen. Spielt überhaupt keine Rolle. Hey! Woo! Hä? Woran liegt das? Woran liegt das, Chat? Krisensitzung rein. Krisensitzung muss regeln. Ja, natürlich würde ich auch das BBC Scotland Stadium das geben und nicht der Felddienst-Arena. Ach komm, Junge. Ob wir das jemals erleben werden, dass wir da irgendwie so einen Austragungsort bekommen? Ich glaube nicht, ne? Ja, wenn sie ständig Krisensitzungen machen, bringt das auch nichts. Ihre Spieler verlieren zusätzlich Moralpunkte. Geil! Wann haben wir schon mal eine Krisensitzung gemacht? Chillig. Was passiert hier? Ich weiß es nicht. Ja! Ja! Eigentor! Eigentor! Malangsa, der Beste. Martip Erfahrungsstufe für schlechtes Spiel. Gut. Macht Action. Zeig mal, wie viele hier im Stream aktiv sind. Rein da. Zacki, zack. Ich weiß zwar nicht, wieso ich da mit Dribbelkünste angeteased worden bin. Vielleicht mache ich den Manuel Neuer. Kann ja passieren. Kann einer von den Mods mal den Link reinballern oder so. Könnte mal Action machen da. Damit wir nicht gnadenlos peinlich von den Likes dastehen. So. Ich mache den Walker. Einfach auf Insta Battle of the Socials eingeben. I wanna be with you everywhere. Die Jungs sind übrigens eine weibliche A-Jugend im Handball, also nichts mit HSV-Jungs. Wieso denn dann die Jungs? Weiß ich doch nicht. Woher soll ich das wissen? Jetzt weiß ich Bescheid. Teamdynamik, Dan, war alles entspannt. Ist keine unfairen Gehälter, nichts. Aber die Teamdynamik geht gerade runter, beziehungsweise das Teamwork geht runter. Vielleicht, weil wir keine klare Elf hier festgemacht haben oder so. Zu viel rotieren, maybe. Aber ich kann halt nicht anders, ne? Einzige, was wir mal machen können, wäre Erholung rein. Das wäre eventuell eine Möglichkeit. Dancing in the Moonlight. Leon, Junge, Goretzka! Der lebt auch noch, ey. Aber Leroy ist da. Eventuell sind wir wieder ein bisschen back in the building. Ja. Da sind wir doch wieder. 7 Punkte auf Bayern, ey. Wer ist das denn hier? Perfekt, einfach Sensation. War auch wieder ein astreiner Schachzug von mir hier. Wieso nicht so in der Liga? IV-Noten schlecht, weil die nichts zu tun bekommen haben, glaube ich. So, wer ist hier verletzt? Aydin. Gut. Muss ja. 4 Wochen. Geil. Geil.
Alle treffen nur das Stürmer wieder nicht, aber das Problem haben wir in jeder Karriere gefühlt. Entweder der ballert oder der ballert nicht. Und an den Stärken kann es halt nicht liegen. Bruder, der hat 95 Torriecher. Der Çanakkale hatte 92 Torriecher. Und Højlund hat auch 92. Also bessere Stürmer würde ich behaupten, kriegen wir nicht. Weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht lassen wir die zu wenig durchspielen oder so. Hopfenheim. Wir kriegen halt hier keine Dings rein. Das ist wegen den scheiß Nationalmannschaft scheiße da jedes Mal. Dass die immer am Arsch sind. Ganze Offensive ist halt platt bei uns. Nur mit Draxler reingehen. Und mehr kann ich gefühlt nicht machen. Ah! Wen hatten wir gerade mitgenommen? Grealish hatten wir hier, so hatten wir das, ne? Du redest immer von platt. Die sind nicht mal orange, die frische Werte. Ja, aber trotzdem, das ist ja einfach ein Strudel, den du dann hast. Und wenn alle vorne nicht ansatzweise grün sind, siehst du, was passiert. Gar nichts. Crossfader, ich weiß auch nicht. Ich habe 10-mal gesagt, ich bin der Torwart. Ich habe keine Ahnung. Die gehen wahrscheinlich davon aus, dass ich im Tor ein bisschen einen abdribbel. Habe ich auch kein Problem mit. Parabonas zu verteilen. Sehe ich mich. Ich habe kommentiert da alle, ne? Ihr könnt jetzt hier den Sieg gegen Hopfenheim bestaunen. Gegen Ralf Rangnick. Rolf Rangnick. 4-0 wird das. 4-0 wird das. 4-0. Guck mal, geht doch. Mein Gott, ey. It's a God of Magic. Fand the slot. 4-0 gibt das. Ich kenne noch meine Truppe, Chat. Sieben Punkte. Wir haben Bayern zweimal geschlagen und einmal dann in der Liga verloren. Defensive ist gerade auch nicht mehr so da, wie sie mal war. Çanakkale, 3 Hütten in der zweiten. Watkins doch Beşiktaş. Die kaufen nochmal ein Chat vor der Partie. Wird der zocken, glaubt ihr? So, Arda Güler. Arda Güler wird jetzt spielen. Die haben einen verloren, das ist ja peinlich. Ein Platz mehr auf der Bank wäre schon süß. Achim! Ja, der will wahrscheinlich erfolgreichen Fußball spielen oder sowas, mit Sicherheit. Und wir spielen ja gerade ligatechnisch ein bisschen sehr schwierigen Ball. Jackie Grealish. Na, Güler, das war überhaupt nichts. Wirklich, da sind wir immer noch nicht, ey. Klar, wir haben uns jetzt Platz 1 geholt, aber irgendwie, weiß ich nicht, es hat nicht überzeugend, was wir hier gerade spielen. Sehr, sehr schleppend. Stürmer haben wir gerade wirklich echt eine Flaute. Und ich Trottel hab Thunderslot nicht mitgenommen. Oh, bitte kein Gelb-Rot. Please no. Probieren wir mal so. Einen hätte ich noch. Muss ich den mal. Ja, ich mach mal in der. Nee, wobei. Den können wir noch machen. Højlund, ey. Beide Stürmer in einem Spiel getroffen. Geht doch. Kölkschuh-Zehner. Ja, das Problem ist, ey, Draoga hat richtig gut losgelegt und die Noten von ihm sind halt nicht schlecht auf der Position. Deswegen will ich den da eigentlich nicht wegnehmen. Wichtig, dass die Stürmer wieder Form gekriegt haben. Weihnachtsfeier. Wir machen mal eine Spieleraussprache. Da hast du mitbekommen, dass du über Battle of the Soldiers dabei bist. Kannst du auch keinem erzählen, dass du von Manuel Baum trainiert wirst? Nee, eigentlich nicht, ne? Manuel Baum, mein Coach. Da werde ich ihn mal fragen, wer war zu dem Zeitpunkt Torwart auf Schalke? Ob ich besser war? Uns fehlen neue Spieler, die auch mal auf den Tisch schauen. Wir spielen hier als Spieler, müssen wir überlegen, was wir besser machen. Ja, genau. Schön, dass sie mit allen Spielern sprechen. Wir müssen uns an die eigene Nase fangen. Ja, siehste, er liegt nicht an mir, Chat. Es liegt an den Spielern. Sie geben es selber zu. Kann man sich 100% auf die Noten verlassen? Ja, muss ja eigentlich. Also wenn nicht daran, dann gar nichts. So, ist auch wieder grün. Starten wir so.
Ole Zupur. Tja. Nee, klappt gut. Boah, immerhin ist die Moral zurück. Tschulinov Baba Partie gemacht. Immerhin ist die Moral back. Und es sind nur noch 4 Punkte. Bayern hat auch verloren gegen Mainz. Das war unsere erste Niederlage. Da fing die Scheiße an. Komische Saison auf jeden Fall, ja. Im Video Knossi vom Training spielt Baum auch im Tor. Ja, ja, ich weiß. Ich konnte an dem Tag nicht. Das wäre erstmal, dann ist man nicht mal eben um die Ecke bei mir. Plus ich hatte halt am Morgen den kurzen. Das wäre nicht machbar gewesen. Ansonsten wäre ich aber auch da gewesen. Martip raus. Kraus rein. Fandeslot rein. Wir nehmen mal Timber mit. Lassen Gosens ran. Amen. I still love you. Nein. Scheiße, ich hab Spielmacher drin gelassen, ne? Aber ist nicht schlimm, jetzt ist wieder richtig, glaube ich. Nein, ist es nicht. Wieder falsch, Chat. Also du weißt, es läuft gerade was gnadenlos verkehrt, wenn du 3 Stück von Hamburg kriegst. Irgendwas passt hier überhaupt nicht. Wir schießen auch zu wenig. Wir schießen viel zu wenig Tore. So wird es Freitag auch aussehen. 3-0 Hamburg. Salzburg. Die treffen halt sehr unkonstant. Leroy können wir runternehmen. Können die Seiten tauschen. Den Rest lasse ich mal laufen. Spielt euch mal ein. Note mitnehmen. Note mitnehmen. Note mitnehmen. Vielleicht ist das auch einfach eine schwierige Hinrunde. Die Rückrunde läuft dafür besser. Weil ist ja nicht so, dass wir komplett abkacken. So Champions League sind wir jetzt am Ende auch Gruppenerster geworden. Haben auch nur einen verloren. Ich weiß nicht. Ich kann da noch nicht ganz einschätzen. Schwieriger Hase. Frankfurt. Aydin, gar nicht mehr fit hier. Lass Timber jetzt spielen. Komm mal eine Woche, wo wir 2 Spiele klar gewinnen. Ja, genau so. Ich muss. Aber Popo trifft mit Sturmtank. Der trifft gut mit Sturmtank. Chat, gefällt euch das? Gut? Das Ganze, also ehrlich. Mittlerweile. Ein Spieler-Call, die sind straight verletzt. Oh, richtige Treterpartie hier.
Çalhanoğlu kommt jetzt. Zeig, warte drauf. Ich dachte, er wäre auch verletzt. Band war doch gerissen. Sehr gut. Hätten wir das doch geklärt. Was ist er jetzt? 4 Wochen? Zweite verliert auch. Ja, 4 Wochen. Da muss Çalhanoğlu das jetzt machen. To the beat of your heart. Sehr teurer Sieg. Aber dafür haben wir ihn. Dafür haben wir den ausgebildet. Dafür haben wir den guten Mann ausgebildet, dass er jetzt zeigen kann, wo der Frosch die Locken hat. Zeig, was du im Beutel hast. Die Wette war vom Beşiktaş-Spiel. Und die falsch aufgelöst. Weihnachtsfeier habe ich schon eingestellt. Kein IV mit, soll das so machen. Grealish. Heulund. Ach, let's go. Sind wir doch wieder ein bisschen da. 5 Punkte auf Bayern. Noch ist da nichts verloren. Noch sind wir da, Chat. All good. Kimmich? Ja gut. Kann man machen. Schöne Weihnachtsfeier. Luxemburg nehmen wir mit. 5 frische Punkte. Privater Bereich. Family. Schenken wir mal was. Boah, Aktien minus 10% Chat. Alter Vater. Da läuft gerade nicht so viel. Line abchecken einmal, ja. Spielt nicht. Spielt auch nicht mehr. Da. Selbst hier schafft er das nicht. Selbst hier schafft er es nicht. Die Flasche. Was ist das denn, Alter? Millionen? Aha! Auf eine Abwertung wird, glaube ich, gnadenlos beschissen werden, ey. Vielleicht verletzt gewesen. Der hat nicht verletzt zu sein. Das zeigt einfach nur, dass der nicht Nummer 1 werden kann bei uns. Zurück in die Reserve. Medienberichte. Dortmund! Derby am letzten Spieltag auch wild. Werner 15, dann Kamm 10. Mero 9. Oh je. Oh je. Plus 1. Ey, gar nicht so schlecht. Gar nicht so kacke. Hätte ich schlimmer erwartet. Bei Popo ist halt für den Arsch minus 2. Oder. Irgendwie kommt mir das so vor, als wenn uns ein Mann auf der Bank fehlt. Wer war das? Becker, Martip? Martip? Aydin? Und ihmchen hier, ne? 2,2. Teamdynamik. Jo, alles weg wieder. Passt das? Hm. Einmal kurz gucken. Weniger als ein Jahr.